So, guten Abend. Es ist fast Silvester, der 31.12.2015. Heute wieder mit Andrea Hartmann. Und wir haben gestern ein bisschen gesprochen und sie hat die Idee bekommen von einem tollen Thema. Und zwar ein Thema, was mit GTV natürlich sehr viel zu tun hat: Senden und Empfangen. Und die meisten wollen empfangen und also auch aus meiner Forschung, aus meiner Arbeit. Deswegen freue ich mich, Andrea, dass du gerne sendest, dass durch Senden geschieht sehr viel und die meiste Heilung geschehen, wenn man auch aktiv wird, wenn man auf Sendung geht. Genau. Ja, erstmal wünsche ich alle herzlich willkommen, auch du, hallo Jean, schön, dass wir heute Abend hier wieder gemeinsam unsere Arbeit tun. Und natürlich begrüße ich auch all die Zuschauer heute am Silvesterabend für das neue Jahr. Und bevor ich starte mit Senden und Empfänger, weil heute dürfen Sie empfangen und ich bin heute der Sender, nicht nur hier mit meinen Vorträgen, sondern wirklich in der Heilarbeit, in der Energieleitung. Das heißt also, jemand, der jetzt etwas Akutes hat, wie einen Schmerz oder der eine akute Situation hat, die er jetzt gerne von mir persönlich in einer Sehung oder eben in einem Portal der sogenannten Aktivierung jetzt haben möchte, der soll sich melden, der soll interaktiv mitmachen. Es ist kostenfrei für jeden und dann kann man gleich mal sehen, was ich denn überhaupt mache. Viele kennen mich jetzt und haben schon viele Vorträge gehört, was ich denn da so alles mache. Und heute wollte ich gerne Energie senden und damit derjenige draußen einfach mal empfangen darf. Das heißt, heute dürfen alle mal sagen, mach mal. Aber wer dann mehr möchte, kann natürlich auch bei mir durch verschiedene Beratungen gehen, durch verschiedene Gesundheitsberatungen oder eben auch durch verschiedene Seminare laufen. Weil ich sage immer, ich bin der Sender, ihr seid Empfänger, aber ich mache euch gleichzeitig zum Sender und Empfänger, Empfänger-Sender. Das heißt, damit der Mensch in der Lage ist, auch selbst an sich etwas zu tun und zu erarbeiten, wie du auch so immer so schön sagst, in die Meisterschaft zu führen. Weil natürlich kann ich hingehen, ne? Der Nachbar klingelt und sagt, Andrea, ich habe so einen wahnsinnigen Schmerz in meinem Knie, kannst du mir kurz helfen? Dann ist das wie, als wenn der Doktor eine Spritze gibt. Klar, können wir sofort auflösen. Ich sende, ich löse auf. Doch das heißt nicht, dass die Ursache dann behoben ist, weil wir wissen, dass jede Krankheit im Körper eigentlich nur ein Energieball ist. Und durch eine Situation, die vielleicht im Leben durch Stress entstanden ist oder in der Zelle in eine falsche Fehlinformation gegangen ist. Und wer jetzt gerne wissen möchte, was bei ihm passiert ist in seiner Zelle, dem werde ich die Information natürlich geben in Bruchteilen von Sekunden. Das bin ich. Das heißt, ich empfange Informationen, sende, gebe weiter und gleichzeitig fließt Heilenergie. Somit kann Empfänger sich erinnern in seiner Zelle oder etwas wahrnehmen in seinem Empfang des Körpers, also die Heilenergie oder das Lichtbündel. Und dementsprechend kann er erstmal in die Ruhe gehen. Das heißt, dann ist das für ihn erstmal erledigt. Entweder geht es in die Transformation mit ihm oder er sagt, Mensch, ich kann mich sofort bewegen. Ja? Das heißt, wir haben einen Teil zusammen repariert. Wenn er die volle Reparatur haben will, dann muss er natürlich weitermachen, das ist klar. Ja? Aber ich bin jetzt hier für den Notfall. Das heißt also auch, sollte jemand jetzt Probleme haben, vielleicht mit seinem Rücken, weil ich bin ein Freund der Wirbelsäule, weil dort sind für mich alle Informationen zur Verfügung, darf der sich gerne melden. Dann machen wir auch gerne eine Ausrichtung oder ich kann ihm genau sagen, wo der Wirbel verdreht ist, der im Moment irgendwo zwickt. Das heißt, jetzt geht es eigentlich eher darum, lernt mich kennen, probiert es aus, geht ein eigenes Experiment ein und lasst euch mal besenden. Ja, und das wollten wir ja jetzt für das neue Jahr auch ein bisschen aufbauen, dass in der Sendung jetzt auch interaktiv ruhig mitgewirkt werden darf. Das heißt also, jeder, der entweder eine Frage oder eben auch eine Situation hat, wo er weiß, ich kriege das gerade nicht so geklärt oder es blockiert mich da was in meinem Körper, der soll sich ruhig melden. Weil damit können wir die Informationen eben für ihn empfangen und dann kann ich eben die gewisse Information weitergeben und dann eben senden, empfangen. Empfänger kann aber zum Sender werden. Wichtig ist, das ist das, was ich immer sage,
Es gibt Menschen, die brauchen nur jetzt ihre Spritze. Die wollen jetzt in diesem Moment geholfen bekommen. Das kann geschehen. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich will aber viel mehr für mich tun und ich möchte auch an mir arbeiten. Dann sind die natürlich bei uns wieder richtig. Das heißt, dann haben wir da auch Möglichkeiten, einen Fahrplan zu machen, einen therapeutischen Fahrplan über eine Beratung oder eben auch bei euch über den sogenannten Familiencode, auch in der Wirbelsäule, die dann weiterhilft. Das heißt, da haben wir ja wirklich ein schönes, kompaktes Paket und verschiedene Therapeuten, die da auch mitarbeiten können. Und das steht ja dann unseren Zuschauern frei, dann auch sogar nach einer Beratung zu entscheiden, ob er diesen Weg gehen möchte. Er ist ja immer noch ein eigenes, individuelles Wesen. Aber eins kann ich immer wieder sagen und versprechen, wir machen ihn zum Empfänger und Sender und Senderempfänger auf einen längeren Zeitraum. Vielleicht bei dem einen sogar ganz schnell und bei dem anderen dauert es ein bisschen. Aber der Weg ist letztendlich nachher das Ziel und das erreichen wir in der Regel. Im Grunde genommen, was du empfängst, was du sendest, ist, was dir die Person gesendet hat. Seine Seele, genau. Sein Wesen. Ne? Okay, genau. Es gab eine Anmeldung, sie hat, ihr könnt anrufen und so weiter. Heute hat sich, ich glaube, die Reinhild gemeldet. Mhm. Reinhild, wenn du mich hörst, das dauert jetzt ein bisschen, dann schalte das Livestream aus, weil dann verbinde ich dich dann über Skype. Schön, freue ich mich. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Also Reinhild, den Livestream ausmachen, ich verbinde dich gleich dazu. Das geht dann so, dass man dann sehen kann und wenn wir telefonieren, dann geht es über Skype. Ist das richtig? Ja, es ist so toll. Das habe ich heute gefragt. So einfach. Mal gucken. Bist du noch da? Ja. Jetzt ist sie da. So. Da ist ein zweites Bild hineingekommen von der Reinhild. Ja, das ist die Reinhild. Das Video arbeitet je nach Geschwindigkeit, die man hat, ist nicht immer. Ich mache mein Video aus, dann sind eure Video vielleicht einfacher. Mich genau. Sieht man schon. Okay. Reinhild, bist du da? Moment, jetzt muss ich annehmen. So. Ah ja, okay, genau, ja. So. Ja. Jetzt ist sie da, glaube ja. ich. Ja, ich bin da. Ich wusste nicht, dass ich das okay. Ich dachte, ihr fangt also. An. Okay. So, das ist ja toll, wie das hier geht, gell? Okay. Hallo Reinhild, ich grüße Sie. Ja, ich grüße dich heute, Maria, auch. Und danke dir für die viele Arbeit, die du dir gemacht hast. Andrea. Neulich. Sie heißt Andrea. Andrea ist es. Ja. Ich bin die Andrea, jawohl. Okay. Nein, du kommst mit einem besonderen Anliegen zu mir. Warte mal, jetzt muss ich mal sehen, dass ich dich sehe. Ich sehe nämlich überhaupt nichts, das ist überall Nummern davor. Ich muss, ach so, da hier annehmen jetzt. Ah, jetzt sehe ich dich, ja. Ja, ich war wirklich in der Not gewesen. Aber das, man kommt ja bei dir nicht durch von lauter Praxisleuten. Ja. Also du bist jetzt bei mir, weil ich dir eine Unterstützung geben soll oder eine Möglichkeit geben soll, um für dich etwas herauszufinden. Was ist dein Anliegen an mich? Das Schlimme ist, dass ich so einen furchtbaren Ausschlag habe auf der Haut und ja. die Beine und also von den Knie abwärts sind sehr stark entzündet, also starke Entzündungen. Und hier muss ich dauernd kratzen. Das hat sich also noch kaum geändert oder gebessert. Mhm. Okay, ganz kurz, verrätst du mir mal ganz kurz dein aktuelles Alter? 73. Mhm. Okay, so ein junges Mädchen. Das ganze Leben vor dir. So, kann ich mal gerade gucken. Also, wenn ich in dein Energiefeld gehe, Reinhild, ist es so, ja. dass die Haut und die Beine sich auf den längeren Zeitraum, wenn wir ein bisschen miteinander arbeiten, regenerieren können. Das heißt, ich kann jetzt schon etwas an Energie zu dir führen. Ja? Wichtig zu wissen für dich ist, dass die Information deiner Zelle im Urzustand
das erste Mal im 18. Lebensalter bei dir in eine Fehlfunktion gegangen ist, durch eine Irritation und eine Lebenssituation, die du nicht mehr in dem Sinne ertragen wolltest. Und dann nochmal im 23. Jahr. Die Haut jedoch ist ungefähr vor 3 oder 4 Jahren dadurch in die Erscheinung getreten. Das heißt, die Zellen sind zwischendurch unterwegs eben nicht in dieser Form bearbeitet worden. Es ist Stress entstanden. Und dadurch hat die Haut reagiert. Ich bekomme aber auch eine Information, dass das auch ein bisschen noch mit irgendwelchen Medikamenten zusammenhing, die du ausprobiert hast. Ja, das heißt, da ist ein langer Weg dazwischen von der Welle, um in die Gesamtsituation zu kommen. Ich möchte dich jetzt einfach einmal bitten, dass du jetzt einmal tief einatmest und wieder ausatmest. Ich sende jetzt mal eine Heilenergie rüber, ja? Okay, also einmal entspannen und jetzt mal einatmen. Du darfst empfangen jetzt, ja? Noch einmal einatmen und wieder ausatmen. Okay, alles klar, ist durch. Also das heißt, ich habe jetzt einmal eine Lichtbündel durch den Körper geführt und es ist automatisch in deiner oberen Halswirbelsäule etwas in die Regenerierung gegangen, weil der dritte und vierte Wirbel, dort ist das Licht nicht richtig geflossen. Wenn es dir jetzt warm wird, beweg dich, du kannst dich jetzt komplett normal bewegen, du hast jetzt nichts. Ich merke das, ja. Ich merke, es passt ja nicht mehr so wie vorhin, okay. 2 Minuten. Ja. So, jetzt kriegst du erstmal gute Lebensfreude. Mit der Haut ist es so, das wird jetzt beobachte deinen Körper auf die nächsten 2 bis 3 Wochen nach dieser Heilenergie. In dieser Zeit wird etwas verändert werden oder du veränderst was. Du kriegst Informationen neue in deinem Körper. Ja, also arbeite ruhig für dich so weiter wie bislang. Und an der Haut machst du immer für dich auch, nimm sie auch bitte in Liebe an. Ja, die Haut ist nur eine Reaktion auf etwas, was du in deinem Leben oder in deinem körperlichen Bereich nicht mehr haben möchtest. Beruht auf Stress. Ja, ja? Ich habe auch Arthrose und kann kaum laufen. Also genau. Ich laufe nur mit dem Rollator. Das heißt, du siehst, ne, du hast verschiedene Aspektionen im Körper, was ein Energieball ist. Wenn wir jetzt einen Energieball in die Reparatur geben, kann sich der andere mitregenerieren. Deswegen ist es wichtig, jetzt 2,5 Wochen ungefähr den Körper zu beobachten, weil du wirst merken, dass sich etwas verändert. Und dann kann man an das Nächste herangehen. Du darfst nie vergessen, du bist ja keine 18 mehr. Ja? Du hast ja auch schon eine Aspektion hinter dir. Themen, ja, was auch ein bisschen mit der Liebe zu tun hat, gib dir wieder viel Liebe, dann wirst du merken, wird der Körper besser regenerieren. Ja, aber das Licht, die Regenerierung ist im Körper drin und in 3 Wochen würde ich mich freuen, wenn du wieder mitmachst, um mal zu berichten, wie es dir geht. Ja, sehr gerne. Also ich bin auch öfters gefallen, seit 2011, an einem Stück immer wieder gefallen und gequetscht an die Beine. Okay, Reinhold, willst du denn wieder in die Kraft und Energie? Natürlich, ich will mich verjüngen, und zwar ordentlich. Das ist gut, dann steh doch jetzt mal auf und du wirst merken, dass deine Beine jetzt besser laufen, weil du bist jetzt in einer anderen Energie unterwegs, durch diese Welle und durch diese Ausrichtung. Ja, du wirst weicher werden und entspannter jetzt im Körper. Ja, geht ein bisschen leichter schon. Stimmt, mal wie schön es laufen kannst, gell? Und das ist gut, dass ich das jetzt sehe. Und jetzt einmal stehen bleiben. Tief einatmen und nochmal ausatmen. Ich sende jetzt nochmal. Okay, so. Jetzt geht's. Jetzt läuft es unten besser. Jetzt ist das Becken besser. Ja, ich habe auch alle Operationen vermieden. Ja, das ist gut. So, sehr schön. Reinhild, wenn du bereit bist, auf 8 Wochen zu arbeiten mit dir und deinem Körper und wieder viel auch für dich
diesen Bereich in die Aktivität zu geben, kann ich dir sagen, wirst du viel Erfolg haben. Ich kann dir nicht sagen, ob du dann wieder den Marathon läufst, aber du wirst sehen, es wird sich körperlich für dich etwas verändern. Guck mal, wie schön du läufst. Prima. Wie viele Wochen sagtest du? In wie vielen Wochen hast du mich? Also 3 Wochen jetzt beobachten, gell? Ja. Ja. Wie geht's dir? Was fühlst du in deinem Körper? Das ist wichtig, dass du auch was fühlst. Ja, ich fühle Erleichterung. Fühlst Erleichterung, das ist schön. Natürlich nicht 100%, das ist klar, aber ein Anfang. Ein Anfang, ja. Genau. Und du wirst auch merken, in den nächsten Tagen fließt noch ein bisschen was bei dir, gell? Ich sehe, du kommst ja, mit Kristallschädel um die Ecke. Soll ich dir zeigen, ob der ist bei, wie heißt der? Warte mal. In die Kamera zeigen, Reinhold. Wo ist der Kristallschädel? Ja, ich möchte wissen, ob der künstlich ist oder ob er echt ist. Er ist nicht so wie deine, da kriege ich ja Angst, wenn ich die angucke. Mit den scharfen Zähnen und offen. Die tun aber nichts. Aber du hast einen, der sieht ähnlich, ja, du hast aber einen, der sieht ähnlich aus wie mein Sir Henry und das ist ein brasilianischer Stein. Also das ist ein sehr guter Schliff und ein sehr guter Stein. Der hat sehr schöne Energie und kann sehr, sehr gut die Kristallanteile. Arbeite viel mit ihm und pack ihn heute Abend ruhig mal auf die Fensterbank, weil ich mache jetzt morgen ein schönes Neujahrsritual mit den Schädeln und da werde ich eine Vernetzung machen. Da netzt du dich ein bisschen mit uns in die Schädelenergie ein, dann kann er schön für dich arbeiten, ja. Also leg ihn viel auf dein Herzchakra oder eben auch auf den Solarplexus. Er will da auch mit dir anfangen, diese Öffnung und intuitive Öffnung zu geben, dass du dich auch besser wieder verstehen kannst und mit dieser inneren Stimme sprechen kannst. Ich danke dir herzlich. Ich freue mich, dass er was. Ja. Ich dachte schon, er ist so ein Schrift halt nicht per Hand. Ja. Ich bin eine Maschine. Der Röbezahl macht es und er macht halt so mit der Maschine. Super. Und jetzt guckst du einfach und beobachtest ein bisschen deinen Körper. Und dann wäre es super, wenn wir uns ungefähr auf 2-3 Wochen sehen, hören. Weil nämlich dann kann es sein, dass wir das nächste Energiefeld bei dir öffnen können, gemeinsam. Ja? Wichtig ist, dass du jetzt natürlich mit dem Schädel ein bisschen arbeitest auch, okay? Ja, gut. Ich danke dir recht herzlich. Ich dir auch. Okay. Und wünsche dir ein gutes Überkommen, gell? Danke. Ja, danke, Reinhold. Jetzt kannst du den Livestream weiter folgen, wenn du möchtest, ne? Ja, mach ich, klar. Okay. Danke dir recht herzlich, dem Cheat auch, der das veranlasst hat. Gerne. Das ist eine große Praxis anscheinend mit vielen. Ja, ich denke, dass durch diese Vernetzung, dass sich Neues öffnen wird für uns alle. Dankeschön. Okay. Ich habe ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Schön. Schön. Ja. Okay, wir machen weiter. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Andrea, damit sie in das Thema auch reinkommen kann. Ne? Bis dann, Reinhold. Genau. Ciao. Ciao. So, da sind wir wieder, gell? Ja. Muss ich jetzt irgendwas? Nein. Jetzt sind wir wieder da? Ja. Ja. Okay, prima. Jetzt kommt gleich alles wieder. Ja, so kann es aussehen. Ja, also sprich in einer normalen Behandlung, wenn jemand eben ein Problem hat. Ich nehme eben verschiedene Felder im Körper wahr. Das ist ganz individuell. Man kann jetzt auch nicht sagen, das, was jetzt bei Reinhold passiert, ist passiert bei dem Nächsten auch. Da kann wieder was ganz anderes geschehen. Ja? Und das ist eben auch das, wo wir wissen, durch die Information, die ich gegeben habe, das heißt, ich habe etwas gesendet, eine Information weitergegeben. Die kann jetzt in Ihrer Körperzelle im Prinzip in die Erinnerung gehen und in die Auflösung oder eben auch in die Transformation und dadurch wird sie sich wesentlich vitaler fühlen. Und auf 2-3 Wochen kann sie jetzt so ein bisschen das Leben beobachten, um zu gucken, was verändert sich da in meinem Körper. Ja? Und das heißt, sie muss natürlich jetzt mitarbeiten. Das ist ihre Hausaufgabe. Ja? Okay. Schön, ja. Meine... du bekommst natürlich oft unterschiedliche Informationen, ne? Hast du gesagt, weil jeder Mensch anders ist im Universum.
Es gibt keine Gleichheit, sondern jeder ist einmalig. Jetzt bekommst du, wenn jemand unsicher ist oder kann es, also meine Erfahrung ist, ich bekomme immer die Informationen, die mir die Seele des anderen suggeriert, ne? Irgendwie. Das heißt, manchmal bekomme ich klare Informationen, manchmal muss ich nochmal fragen, darf ich nochmal schauen, wie sieht es bei dir aus? Also bei mir ist es so, dass ich also jetzt weiß, dass es jetzt wichtig ist bei der Reinheit, dass jetzt diese Energie erstmal in ihrem Körper soll, damit sie das jetzt erstmal fühlt. Es gibt aber Situationen, wo ich sage, Moment, da gucke ich nochmal nach, wie geht's jetzt? Das heißt, da kriege ich auch so ähnliche Informationen, aber das ist wirklich bei jedem ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist immer dieses Individuelle, wie ich auch sage. Ja? Es kann jetzt sein, also wenn ich jetzt diese Ausrichtungsenergien eben auch noch mit reinfließen lasse, ist es jetzt so, dass dieser Anteil des Lichtes, also diese Lichtenergie, die ich in den Körper leite, die fühle ich. Also ich fühle, während ich sende, fühle ich, wann dieses Licht durch den Körper geht. Und ich fühle eben genau, wo sich dann auch etwas einrichtet, in welchem Wirbelteil. Dann weiß ich eben, die wird jetzt 3 Tage damit beschäftigt sein und wird merken, es geht ihr gut. Ja, sie wird auch die Hautveränderung sehen. Und das ist das, was ich dann aber eben auch nochmal empfange als Seher. Und dadurch brauche ich jetzt nicht nochmal direkt nachhaken, sondern sage, wir hören uns dann zum Beispiel in 3 Wochen, weil bis dahin ist etwas, was wir neu aufarbeiten können. Ja, wir müssen jetzt auch unterscheiden, das war ja jetzt eine Live-Behandlung in Sekunden, ja, Sekundenschnelle. Das Tiefere, das ist jetzt das eben, was ich dann in den sogenannten Beratungen auch angebe, wie du dann auch sagst, man kann dann eben auch in der Wirbelsäule nochmal mehr erforschen, warum es denn da auch noch nicht so in diese Meisterschaft gekommen ist oder warum dieser Mensch vielleicht auch in diese Energie noch gekommen ist. Wenn er da jetzt auch noch seine Kraft bekommt, könnte man natürlich nochmal viel mehr erreichen, auch gemeinsam. Schön. Ja. Schön. Okay. Ja. Und dann eben, liebe Zuschauer, die nächste Termine, die nächste Donnerstage. Es ist gut, wenn jemand möchte, sich vielleicht kurz voranzumelden, denn da muss ich technisch über Skype schauen. Man muss sich vorher verbinden. Telefonisch ist einfacher, aber es ist schon gut zu wissen, wer dann einfach auch möchte. Und eben vielleicht die Erinnerung, nicht alle fühlen das, aber man kann, wenn wir etwas Negatives senden, das ist für uns selbstverständlich. Wenn jemand aber das reparieren kann und mit dieser Energie arbeitet, dann sind wir ein bisschen manchmal misstrauisch. Ne? Und deswegen. Genau, das ist unsichtbar, kann man nicht erklären. Genau, deswegen absolut das Vertrauen auf diese, dass jeder Mensch was Gutes für den anderen tun kann. Und das ist absolut normal für die Natur, egal was wir denken oder was geschrieben steht. Also vertrauen wir in die Kräfte, die uns Andrea jetzt auch gezeigt hat. Denn nicht nur Negatives können wir tun, sondern auch Positives. Genau, das ist dieses, wo ich sage, lass jetzt dieses Licht arbeiten, vertraue auf das Universum, also dein Universum und deine Energie, weil es ist keine Fremdenergie, ich habe Eigenenergie verbunden und lass jetzt die Energie in deinem Körper, also dein Licht, so arbeiten, wie es jetzt für dich richtig ist. Es wird wissen, wo es jetzt als erstes reparieren darf, durch die Information. Und damit haben wir einen großen Erfolg nach vorne. Okay. Dann Dankeschön und wir sehen uns nächstes Jahr. Ne? Wir sehen uns nächstes Jahr. Wünsche allen einen guten Rutsch nach drüben. Bis dann. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao. So, in 5 Minuten geht es weiter. Bis gleich.